Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Heavy Martell an dieser Stelle hier. Ein relativ ungeplantes Video. Ich wollte dieses Jahr eigentlich gar kein weiteres noch rausbringen, aber ich habe jetzt da noch so ein bisschen was abgestaubt, wo ich sage, das muss noch im Video. Die Sachen werden ausgepackt werden, aber heute nicht. Wie gesagt, Pickups und ein bisschen Flexing, ne? Fangen wir einfach mal an. Ich habe noch ein paar Sachen geschossen dieses Jahr. Also eine, die habe ich eigentlich vergessen. Es ist sträflich eigentlich, dass die vernachlässigt habe, weil die hätte ich in einem Video schon verwurschteln können. Und zwar habe ich hier einen, ja, es blendet wieder herrlich, ne? Einen Revelations Beastman. Den habe ich zu dem Zeitpunkt geschossen. Da hättet ihr fast keine Origins-Figur für den Preis bekommen auf Amazon. Ja, man sieht es auch wieder ein bisschen für wirkliche Sammler. Ist ein bisschen schwierig. Die Kanten sind angedätscht und hier oben ist so eine Dulle drin. Ist mir doch wurscht. Die Kiste kommt eh raus. Also raus mit die Viecher. Also, ihr kennt ja mein Credo. Ist aber trotzdem. Ich finde die Masterverse, wie gesagt, sind für mich ein richtig, richtig klasse Ersatz. Hier haben wir das Beastman-Logo. Auf der anderen Seite haben wir Beastman auch nochmal. Ne, ich finde ihn richtig, richtig klasse Ersatz für, ich sag mal, wirklich die Classics. Das ist. Da kannst du nichts sagen, ne? Das ist. Gibt sich gut. Gibt sich gut, ja. Was soll's. Ja, dann habe ich auch noch eine Masterverse-Figur gefunden. Da müsste man eigentlich fast sagen zu ihm hier. Der hat mir in der Revelation-Serie ganz gut gefallen, war eigentlich einer der besten Figuren, der, auch wenn er bloß so eine Art Nebendarsteller war, ich habe vor sich im Mund, ich muss ein bisschen Hopfenkalt Charlie hier mir zu Gemüte führen. Lecker Bier. Ja, so bin ich halt der Biertrinker. Die Figur hat mir insofern gefallen, weil die sehr viel Loyalität an den Tag gelegt hatte. Und zwar gegenüber dieser Figur, ey. Bombenüberleitung. Überleitungshorst hier. Und zwar ist das mal wieder eine Evelyn, die ich habe. Ja, das können bei mir nicht genug sein. Das ist Fakt. Es ist halt diese Grayskull Evelyn, die habe ich bei Smith Toys geschossen. Ja, die waren nicht so billig wie jetzt der Beastman, aber wo ich mich auch drauf freue, ist tatsächlich, das sehe ich jetzt hier unten. Wartet mal, ja, so müsstet ihr die gut sehen. Das ist die Froster. Auf die hätte ich ja schon noch Bock. Also, die Mädels sind ja bei mir eh hoch im Kurs. Ganz, ganz hoch. Stellen wir die dann noch hin. Die wird natürlich auch noch ausgepackt. Die blendet jetzt halt hier wie Hölle. Ja, so geht's eigenermaßen. Steht für mich ein bisschen schief da, aber ihr könnt es besser sehen. Jetzt kommen wir zum Flexing-Part. Ja, es wird ein sehr, sehr kurzes. Nee, eigentlich nicht, weil ich will dir noch ein bisschen was dranhängen. Kommen wir gleich zu. Auch bei Smith Toys geschossen, wie gesagt, den hier bei Amazon. Was ich noch bei Smith Toys gekriegt habe, wo ich gedacht habe, den kriege ich entweder gar nicht oder es dauert ewig. Das Mechaneck Roadtripper. Double Pack und es blendet wie die Seuche. Aber cooles Ding. Gefällt mir richtig gut. Ist tatsächlich was. Es haben schon ein paar ausgepackt. Ich finde den hier vom Stil her und sowas. Ich finde es so gut. Es könnte tatsächlich sein, dass ich den nicht raushole. Weil einfach, der kommt halt einfach so, wie er ist, gut. Es blendet echt wie die Hulle. Also hier alleine das Cover, ich sehe das gerade gar nicht, ich habe gar nicht so richtig den Kontrollbildschirm. Ich versuche es euch aber trotzdem irgendwie zu geben. Also ist wirklich eine grandiose Figur. Also hier auch nochmal die Figuren dargestellt, das Action-Feature, was nicht vorhanden ist. Man kann halt einfach nur anschubsen. Aber man hat einen Wechselkopf. Nicht für die Figur, sondern fürs Fahrzeug. Finde ich sehr interessant. Klar, das Original-Action-Feature von Mechaneck ist nicht da. Sollte ich ihn auspacken, dann zeige ich euch ihn auch in Vintage. Habe ich nämlich auch. Da habe ich bloß die Keule nicht mehr. Aber Mechaneck habe ich in einem echt, echt guten Zustand. Also, ihr kennt ja meine Figuren nicht. Jetzt Near und Mint ist bei mir eigentlich, außer vielleicht der Montana, der mal zum Master Öl gegangen ist, ist bei mir mit den Figuren eher immer so,
Ja, es ist. Manche würden sich die wahrscheinlich gar nicht hinstellen. Ich mache es halt trotzdem. Also, ich sehe halt nicht ein, für eine okay Figur einen Scalper-Preis zu zahlen. Dann nehme ich doch eine für mich okay Figur und zahle Figur, nicht Frigur. Und zahle halt keinen Scalper-Preis für. Ja, ich stelle das bewusst hier jetzt schon mal so hin. Macht es ganz gut. Jo, sieht gut aus. Hier der Beastman. Die Lynn und das Double Pack. Also, schon ja eigentlich ein Playset, ein kleines, ne? Passt. Jetzt kommen wir aber hier wirklich zum Flexing. Dirk, du brauchst ja keinen Kopf mehr machen. Ich habe ihn bekommen. Und das zu einem okayen Preis, sage ich mal ganz ehrlich. Okayen Preis. Die Figur ist eigentlich immer noch zu teuer, aber wenn man da so den eigentlichen Preis, was die kostet, und Shipping mit einrechnet, hätte ich das auch bezahlt, wenn ich das in USA bestellt hätte. Achtung, hier kommt ein Karton. Hui! Und nein, der ist nicht leer. Ich habe meinen Kohl bekommen. Eine Figur, die mir wichtig war. Also ich packe ihn nicht komplett aus. Ich habe ihn aber schon mal angerissen. Entschuldigung. Hüster, Plüster, ich bin halt rauer. Machst du nichts, ne? Ist Lebensstil, technisch ist das scheiße. Ja, machen wir doch mal hier Karton wieder. Zah. Es ist eine geile Box. Ist ja wirklich erst die zweite Figur, die ich in so einer Mailer-Box habe, in so einer richtigen schönen. Ich habe ja bloß diesen Classics Skeletor, diesen Film-Skeletor. Wie heißt denn der? Wie heißt denn der? Nicht Dark Process, den habe ich ja. Glaubst du, dass ich jetzt da gerade drauf komme? Also den aus dem Kinofilm, nicht den goldenen, sondern den Emperor, sage ich jetzt mal, Skeletor aus dem 87er Film, den habe ich ja tatsächlich auch als Classics-Figur. Einer der wenigen Classics, die ich tierisch feiere und wo ich auch am Überlegen bin, ob ich mir da die Masterverse-Version zulege. Mal schauen. Aber der hier, schaut es euch an, cool da, richtig gut. Hier nochmal ein anderes Bild, wie er seine Axt wirft. Ziemlich fett. Hier nochmal das fette Masters-Logo. So. Ne? War komplett eingepackt. Ist für mich, wäre, also, 1, 2, 3. Wäre für viele von euch nicht in einem sammelwürdigen Zustand. Guckt euch mal hier unten die Kanten an. Das ist total verbogen. Ich weiß nicht, wieso das Papier passiert ist. Ich weiß nicht, ob das Feuchtigkeit gezogen hat irgendwie mal beim Transporter oder ob die mal draußen war, kann ich euch nicht sagen. Müsste eigentlich für viele Leute in Zora Case. Wird er bei mir definitiv nicht kommen. Ich werde ihn sauber auspacken, ich sage euch das. Den schnibbel ich hier so sauber am Blister ab. Da werde ich nicht irgendwie einfach raus. Ich freue mich halt tierisch auf die Figur. Was Sie sehen gern, der Kollege, der hat ja tatsächlich hier. Hinten ist ja nicht zu erkennen, was der so Action-Feature-mäßig hat. Der hat halt einfach ein Hammer. Blendenmäßiges. So Hammer ist das. Backart-Cover, das ist grandios. Wartet mal, vielleicht kriege ich das irgendwie hochgefahren. Dass das irgendwie mir samt rüberkommt. Ein Haufen Schlangenmenschen, die es gar nicht gibt. Diese komische Schlangentussi ist da auch bei. Die Lady Slytherin oder wie die heißt. Nee, Slytherin war ja. Es war Harry Potter, da verhaue ich jetzt was. Aber ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Was ich hier sehe, ist eine Art Mini-Comic. Wobei, das könnte auch sein, dass das irgendwie so eine Karte ist. Renegade Raid. Mal schauen, da sehe ich einen He-Man. Da sehe ich irgendein blobbiges Schlangenmonster. Vielleicht kriege ich das sogar noch auf die Karte hier. Ja. Kolda selber. Ich kenne ihn ja aus den Animation-Filmen, also aus den Filmation-Filmen. Heroic Warrior of Justice. Und ich habe aber nie gesehen, dass die ein Schwert hatte, also die Axt. Die Axt ist tatsächlich, was nicht schwer ist, detaillierter als die von den He-Man-Figuren.
Die Rüstung ist ein bisschen mau. Also ich finde eigentlich, muss ich tatsächlich sagen, ich bin froh, dass ich ihn habe. Aber das ist eine Figur. Ey, Malte, jetzt ohne Scheiß, bring den doch auf normaler Karte raus. Der ist doch jetzt nicht so drüber. Also fast alle Teile sind He-Man, der Kopf nicht, die Füße nicht, die Rüstung nicht. Ja, und ansonsten, ja, die Waffen, ja, schauen wir mal, ne, wenn ich das Ding aufhob. Ja, egal. Den habe ich dann halt noch hier. Polter, 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 mit dem tollen Mailer, wie er entweder die Axt wirft oder eben da von oben angreift. Death from above. Ich muss euch das aber jetzt hier trotzdem noch rüberstellen. Officer, so reicht das eigentlich. Das sieht man vom Roadrunner zumindest was. Ich weiß, Mechaneck ist jetzt ein bisschen ausgeblendet. Nee, so sah es ein bisschen geiler aus. Was ich sonst noch habe, könnte ich ja hier hinten auf die Heizung stellen. Sieht keiner mehr. Hier ist er. Nee, sieht wirklich keiner mehr. Das ist einfach zu hoch. Braucht den Platz noch. Den brauche ich gerade nicht mehr. Was noch ist, es ist nicht nur Pickups und Flexing hier auf dem Kanal heute angesagt, sondern wir haben auch noch ein bisschen Inboxing. Das kann ich spoilern, hundertprozentig. Die hier habe ich ja verlost. Das ist die 2000Xer Evelyn, die wie gesagt in einem eigentlich echt sammelwürdigen Zustand ist für Nicht-Auspacker. Wer es auspacken will, die gibt es ja noch relativ günstig, aber es gibt halt einige, die kriegen es halt schlecht ran. Bei mir ist auch bei den Geschäften so, dass ich nicht das rankriegen tue, was ich gern möchte. Das ist das Paket, das kann ich spoilern ohne Ende. Das ist für den René. Das geht Anfang nächsten Jahres raus. Ich habe es dieses Jahr nicht mehr geschafft, aber seid mir, nehmt es mir einfach nicht krumm. Dann habe ich aber, Polter, Polter, noch für einige Leute was anderes. Lederchen. Für Lederchen habe ich auch eine Kiste fertig gemacht. Ja, das ist jetzt hier ein Masters Mailer. Ich hoffe, ihr macht keine Strichcode-Scanne und sowas und den Doxing von meiner Adresse und sowas. Ja, gibt's nicht. Kriegst erstmal Füllmaterial, ne? Na, also eine Figur spoilere ich dir auch, weil ich die eh schon mal ausgepackt habe, auch in dem Video. Es ist eine, wie ich finde, an Masters angelehnte Variante. Das könnte man so als Knockoff oder sowas bezeichnen. Hier. Du kriegst auf jeden Fall meinen Michael Myers von den Funkos. Ich finde, die machen sich neben den Masters-Figuren, ob es Origins oder Vintage ist, machen die sich ganz gut. Ich habe hier aber noch zwei drin. Die musst du rausprügeln, Lederchen. Ja. Jetzt sag ich dir so. Musst du. Tun wir das wieder rein. Das ist das Päckchen für den Oliver für Lederchens Gruselkiste. Ich hoffe, ich habe hier nichts gedoxt. Weiß wahrscheinlich eh bei unserer Bubble jeder. Dann auch noch ein kleines Päckchen für den Carsten. Da ist was drin. Da spoilere ich aber bloß ein bisschen. Ich habe ihm ja die Vintage Grayskull zukommen lassen. Wie gesagt, tat mir nicht weh. Hab da noch eine Origins stehen, hab im Schlafzimmer auch noch eine Vintage Grayskull stehen. Was aber umzugstechnisch das Problem war, die ganzen Teile haben gefehlt. Es ist immer noch nicht komplett, aber stellvertretend dafür schon mal der Waffenständer von der Grayskull, der kommt zu dir. Und so ein bisschen was leer. Hier noch, ich spoilert. Zack, auf Seiten. Stehen bleiben. Und jetzt, der Karton. Er ist groß. Erstmal, gute Besserung, Keule. Das ist nämlich für dich das Paket. Wo sieht das aus passiert? Da ist gerade der Kartonhaufen zusammengerutscht so ein bisschen. Ich stelle es mal kurz ein bisschen auf die Seite. Gute Besserung, Keule. Das Paket hier ist für den Iggy. Da habe ich so ein bisschen was. Alter. Cremig bleiben. Ja? Ein bisschen was reinpackt. Vintage technisch. Da habe ich ein bisschen was reingepackt, was anderes ist.
du wirst dich freuen. Eine Sache werde ich dir spoilern. Und den musst du auspacken. Ob du willst oder nicht. Muss nicht sein, ihr, wie gesagt, erstmal Gesundheit ist, geht vor. Aber ich weiß, dass du im Hintergrund immer einen stehen hattest. Ich tue mal den Karton auf die Seite. Ich habe hier einen Taker. Den habe ich mal echt, echt günstig geschossen. Und ich sehe den immer so im Hintergrund bei dir rumstehen und sowas. Und den schicke ich dir halt einfach mit, dass du einen hast. Such dir halt einfach die bessere Variante aus. Den, der optisch besser aussieht, den kannst du in die Vitrine kloppen. Den anderen, den rupst du raus. Hast du mich verstanden, Kollege? Und das soll es aber auch mit diesem Video gewesen sein. Den können wir jetzt daneben stellen. Ist auch so ein bisschen flexing, ne? So ein bisschen Pickup-mäßig. Ne? War ja auch ein Pickup von mir. Steht sogar hinten drauf. Ist das Top-Pick. Ne? Top-Picks steht da. Ne? Nicht Top-Its, sondern Top-Picks. Also, ihr habt euch wohl, wie gesagt, könnte jetzt Silvester rauskommen, das Video. Ich weiß es nicht, vielleicht schaffe ich es vorher noch. Glaube ich nicht vom Schnitt her. Ja, ich schneide ja nicht, aber rendern muss ich trotzdem und hochladen. Weiß nicht, ob es tack, aber Silvester wird das Video hier rausgekaut. Und sage an dieser Stelle auch nochmal, rutsch gut ins neue Jahr. Viel Gesundheit an alle, auch an alle, die ich nicht erwähnt habe, wie zum Beispiel Retrozeit 81 und sowas. Das ist alles coole Socken hier. Wie der City, wie, wer denn? Der Christian, ja, mit dem Higher Beef von wegen Grayscale Ring und sowas. Natürlich in dem Fall auch mit Master Öli und so. Grüße gehen raus an euch alle. Natürlich am lieben Bumo TV, an den lieben Marc. Ihr macht alle so unterschiedliche, aber so klasse Dinger. Also ihr habt alle ihr eigenes Konzept. Ja, ich auch hier mit dem Rumpflezen und sowas, gemütlich hier einfach auf meinem Hocker hocken und euch einfach mal Figuren in die Fresse halten. Ne? Heute macht der Fokus sogar einigermaßen mit. Das ist total geil. Aber das war's für heute. Und ich sage an dieser Stelle, hau da rein, sei da fein, rutsch gut ins neue Jahr. Und ein herzliches Heavy Mattel an dieser Stelle nochmal. Bis zum nächsten Video. Wahrscheinlich im nächsten Jahr. Nee, jetzt kommt ja heute noch. Und morgen. Ach, was weiß ich. Verwirrter alter Mann. Machst du nichts. Ciao.